Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Serienbox von Desperate Housewives. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zu der Serie und zu dieser Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Desperate Housewives, die komplette Serie, Staffel 1 bis 8. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht große schwarze Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten öffnen wir das Ganze hier oben an der Schweißnaht. Und dann lässt sich das hier gut abziehen. Jawohl. Also, so sieht das aus. Rein von der farblichen Gestaltung gefällt mir schon mal richtig gut. Schwarz, Rot und Weiß, sehr schön gewählt. Wir haben hier oben einmal ABC Studios, also die haben das Ganze produziert. Dann lesen wir hier Desperate Housewives, die komplette Serie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 8 Staffeln und darunter noch DVD Video. Gut, auf der rechten Seite haben wir dann die Damen abgebildet, um die es geht. Die vier Hauptprotagonisten der Serie. Und dann haben wir hier unten noch einen FSK 16 Hinweis. Der ist leider nicht aufgeklebt, sondern aufgedruckt. Das finde ich persönlich etwas schade. Hätte man vielleicht mit einem Sticker lösen können. Ja, haut in diesem Fall etwas die Optik zusammen in meinen Augen. Aber ja, ist nun mal so. Dann haben wir hier auf der Unterseite glatt schwarz. Auf der Oberseite lesen wir wieder Desperate Housewives, die komplette Serie. Und dann haben wir hier die einzelnen Staffeln. Also jede Staffel hier in so einem einzelnen Case verpackt. Und auf dieser Seite haben wir dann noch eine detaillierte Info, was wir hier genau vorfinden. So, einmal ganz kurz der Infotext zur Serie für alle, die sie nicht kennen, die sich vielleicht dafür interessieren. Desperate Housewives, die komplette Serie. Desperate Housewives, die komplette Serie, ist eine Fundgrube an dunklen Geheimnissen und mysteriösen Intrigen. Tauchen Sie ein in das Vorstadtleben und kosten Sie von der verbotenen Frucht, die bereits ein Millionenpublikum verführt und begeistert hat. Sexy, geistreich und schonungslos lüftet diese Serie die Geheimnisse der Vorstadt und deckt die Abgründe hinter den akkurat gepflegten Vorgärten und schön gestalteten Fassaden auf. Erleben Sie alle Geschichten der Ladies aus der Wisteria Lane und genießen Sie jeden köstlichen und dekadenten Moment der 8 Staffeln. Sehr schön. Dann haben wir hier die 8 Staffeln nochmal im Detail. Also so sehen die Cover der jeweiligen Staffeln aus. Und wie wir hier schon sehen, sind 6 der 8 Staffeln ab 12 Jahren und 2 Staffeln sind hier ab 16 Jahren. Und dann haben wir hier noch die Info zu dem ganzen Inhalt. Also wir haben hier 49 Discs, das ist echt eine Menge. Episoden plus Extras, enthält das komplette Bonusmaterial aus allen 8 Staffeln. Sprachen Deutsch und Englisch, klar. Untertitel Deutsch, Englisch und Englisch für Hörgeschädigte. Und was wir hier noch lesen, das ist auch noch interessant. Und zwar haben wir hier zweischichtige DVDs. Bei der Abtastung kann es zu einer kurzen Unterbrechung kommen. Okay. Ja. Das habe ich eigentlich gesucht. Hier lesen wir noch ca. 7509 Minuten. Das ist echt eine Menge. 180 Episoden umfasst das Ganze. Wir werden mal die einzelnen Staffeln hier rausholen. Jawohl. So. Gar nicht so einfach. So, von innen sieht das dann so aus. Ein schwarzer Kartonblock oder eine schwarze Kartonbox. Und dann starten wir. Wir haben hier die erste Staffel. Also hier haben wir hier die vier Damen in Weiß. Die komplette erste Staffel lesen wir hier. FSK 12, auch hier wieder aufgedruckt. So sieht das aus. Und dann haben wir hier die Infos dazu. Also zum einen natürlich die Infos, was sich in dieser Staffel so ereignet, was so die Handlung ist. Und dann haben wir noch die Info zu schmutzigen Extras.
Sechs Discs finden wir hier vor. Hier noch die technischen Details. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier kein extra Booklet drinnen, aber wie wir hier sehen können, die diversen DVDs. In diesem Fall eben sechs Stück an der Zahl. Ja, das ist sehr schön gestaltet hier innen drin. Ich werde das Ganze jetzt etwas beschleunigen, also nicht mehr ganz so im Detail erklären, damit das Video nicht unnötig lang wird. So, dann haben wir hier Staffel 2. So sieht das aus. Ja. Und so wird es dann jetzt auch wohl weitergehen. Also ich schätze, vom Innendesign dieser Hüllen sind die alle ident. Okay, hier brennt scheinbar die Wäsche. Ja, also diese Staffeln beinhalten alle zwischen 5 und 7 Discs. Diese Staffel hier, Staffel 4, hat in diesem Fall nur 5 Discs. Und wir sehen, die haben Zuwachs bekommen. Also sie hier ist dann neu dazugekommen, aber sie war ja auch da schon, ja. Also ich glaube Staffel 1, genau, Staffel 1 war sie noch nicht dabei. Ab Staffel 2 sind sie dann hier zu 5, wie wir sehen können. So sieht das aus. Kommen wir zu Staffel 5. Hier haben wir dann sogar 7 Discs. Also, das ist, glaube ich, die einzige Staffel, die dann wirklich 7 hat. Alle anderen eben 6 bzw. 5. Hier sind dann 7 drin. Ja, also ich glaube, wenn man hier sich die ganze Staffel gibt, bzw. die ganze Serie, dann hat man hier gut zu tun, die DVDs zu wechseln nach ein paar Folgen. Dann haben wir dann Staffel 6. Staffel 7. So sieht das aus. Und dann haben wir noch die Staffel 8. Das große Finale. Also die komplette 8. und finale Staffel. Ups, da hat sich schon eine DVD hier verabschiedet. Machen wir natürlich mal wieder rein. Die komplette Staffel wurde meines Wissens im Zeitraum von 2004 bis 2012 produziert. Also 8 Jahre für 8 Staffeln, das ist echt eine lange, lange Zeit. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wir haben hier einmal die 8 Staffeln, jede Staffel in so einem eigenen Case untergebracht. Wir haben hier insgesamt 49 DVDs, also 49 Discs, 180 Episoden auf 8 Staffeln verteilt. Und insgesamt mit Bonusmaterial und dem ganzen Drum und Dran über 7500 Minuten. Das ist doch eine ganze Menge. Gut, dann packen wir das mal wieder zurück in den Karton. So sieht das dann aus, ob man das jetzt so ins Regal packt oder dann einfach nur hier so mit dem Frontcover oder vielleicht hier so die Breitseite. Das ist natürlich dann euch überlassen. Könnt ihr natürlich machen und gestalten, wie ihr wollt. Das alles in dieser wunderbaren Box Desperate Housewives, die komplette Serie.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Serie bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Serie feiert, falls ihr Desperate Housewives unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.